Guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 2. Ihr Gangster frühstückt hier gerade noch gemütlich mit Mita zusammen. Na, heute habe ich nicht Helen dabei, sondern Mella. Die deckt aber gerade Polly um und macht ihm seine dicke Nachtdecke ab und seine dünne Stalldecke ab. Da watschelt sie rum. Die wird jetzt Gangster gleich putzen. Warum fokussiert er dich nicht? Mella, er mag dich nicht fokussieren. Er hat dich immer noch nicht fokussiert. Sie hat jetzt Gangster gleich putzen, denn er hat ja gestern ordentlich geschwitzt und ist deswegen schön verklebt. Und dann werden wir ihn einladen und dann geht's wieder los. Freust du dich schon, Gangster? Oder hast du schon genug nach einem Tag? Oh, jetzt fokussiert er dann auf den Stab. Also er ist jetzt nicht mehr verschwitzt, ja, aber er ist trocken verschwitzt. Mella putzt jetzt Gangster. Ich bin sehr froh, wenn ich Mella dabei habe. Die liebt Gangster. Die macht das gerne. Derzeit kann ich schon mal ein paar Pferdchen misten. Und Bandagen liegen auch schon da irgendwo. Die kommen dann ums Pony rum. So, Longsuster. Das ist so ein Arsch, weißt du? Sie ist noch nicht mal mehr drum. Und er so, ja, okay, dann gehen wir da rein. Wenn das so ist. Ja, ich weiß. Oh, irgendwer muss dann drücken. Komm her. Passt nicht. Mella, es passt nicht. Ja, warte. Ich komm mal raus. Das passt nicht. Drücken. Warte, drück. Noch mehr. Nochmal. Ja, jetzt gleich. Hältst du noch nicht? Nein. Ja. Da-da. Und immer brav. Blümchen reinstopfen. Angebunden hast du ihn ordentlich, ja, ne? Wir haben da nämlich so geile Anwendedinger hier, so blaue. Ja, jetzt packt er erstens. So, jetzt müssen wir noch die Klappe zumachen. Jetzt geht's los. Hallo Gangster. Hallo Gangsti, ne? Ja, kennst du ja schon, ne? Ups. Wir sind da. Und die geht schon gleich in die Halle. Da werden die letzten Handgriffe getätigt. Kann man hier auch zoomen? Bestimmt, oder? Aber wie? Ich hab schon Helm gesehen. Ja, ich hab jetzt wieder den Weg wieder gehabt. Hier sucht man ja. Ui. Oh, was auf dem Kopf fällt. Jetzt wird warm gefragt. Oh, ich war dran zoomen. Ich werde euch die Reizszenen wieder ein bisschen mitkommentieren, dass ihr einfach wisst, welches Gefühl ich da oben drauf hatte und was der Trainer mir für Tipps oder für Hilfestellungen gegeben hat, denn ich denke, das bringt euch dann ja auch was. Ich bin Gangster erstmal auf jeder Hand dann natürlich abgaloppiert. Am Anfang war er recht spannig, aber er wurde dann lockerer. So ist das aber immer bei ihm. Er braucht einfach so seine Zeit, um ein bisschen Dampf abzulassen und dann wird er entspannter. Wir sind dann auf der linken Hand aus dem Zirkelrost das rote Kreuz im Warmspringen gegangen. Das hat auch gut geklappt, das konnte ich schön passend anreiten. Und dann ging es auch relativ schnell los. Als allererstes sollten wir den roten Steilsprung, den ihr da seht, aus dem Galopp ein paar Mal anreiten. Das hat an sich auch gut geklappt, aber der war schwierig gestellt, sage ich jetzt mal, da ich mich bewusst nach außen gesetzt habe, um die Kurve groß zu reiten und er dann gerne mal auf der falschen Hand gelandet ist. Und da ich das nicht drauf ankommen wollte mit dem fliegenden Wechsel, habe ich dann halt über den Trab gewechselt.
Aber ich finde auch, sowas ist natürlich super, mal zum Üben und zum Überprüfen, was schon klappt und was nicht. Dann sind wir die Wechselsprünge zusammengekommen, also den roten Steilsprung und danach den gelben Ochser. Eigentlich war ich wirklich, wirklich zufrieden, denn das hat ziemlich gut geklappt aus dem Fluss raus und den Ochser konnten wir auch gut passend kommen. Er hat ihn dann auch relativ schnell höher gebaut, sodass das so eine, ja, anfangs A-Höhe war, sage ich jetzt mal. Aber auch das hat ziemlich gut geklappt. Ich habe mich da eigentlich von der Höhe nicht einschüchtern lassen. Wir konnten den sehr schön passend kommen. Da war ich wirklich zufrieden. Das seht ihr jetzt hier. Das hat echt gut geklappt, obwohl ich ja gerne mal so ein Nervenmensch bin, der sich da einschüchtern lässt. Und Gangster ist natürlich ein unerfahrenes Pferd. Der wurde bisher nur von mir gesprungen. Das heißt, der spiegelt sowas natürlich extrem. Wenn ich Mystik reite, dann läuft der natürlich auch nicht gut. Aber das ist ja auch normal. Also das will ihm ja auch keiner da irgendeinen Vorwurf machen. Aber hier seht ihr, ich fand es sehr schön. Wir sind super flüssig gekommen. Wir konnten gut darüber springen. Das hat mich wirklich, wirklich stolz gemacht, weil das schon so eine Höhe ist, wo ich schon anfange, zu viel zu denken und zu wenig zu reiten. Wir sollten jetzt den Steilsprung hier nochmal kommen. Einfach, dass er mal auf der richtigen Hand landet und dass wir den ein bisschen mehr aus dem Fluss kommen. Und dann ging es los mit Parcours und da nahm das Drama seinen Lauf. Denn der Trainer sagte: Gut, wir fangen an mit Parcours, Gangster fängt an. Und Susanna fängt an zu denken. Und die beiden Sprünge, die gerade überhaupt kein Problem für mich waren, die ich super flüssig reiten konnte, waren plötzlich ein Problem. Und das ist halt der Punkt, der mich immer wieder extrem enttäuscht von mir selber, dass ich mir selber so viel Druck mache und so viel denke und oh Gott, es gucken so viel zu und ich muss jetzt gut sein und bla bla bla, dass ich einfach schlecht reite. Ich reite einfach schlecht. Ich vergesse alles, was ich weiß, aber vielleicht ist das ja gut, wenn es bei einem Lehrgang auftritt, damit ich da jemand habe, der sagt: So Mädel, reite so, 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 mach so, denk an das. Denn irgendwie muss ich ja meinen Kopf wegkriegen. Ihr seht hier, ich kam unpassend, er hat mich gerettet, er ist aus dem Stand gesprungen. Aber irgendwie muss ich das ja verbessert kriegen. Ich selber kann es nicht, deswegen gehe ich zu einem Lehrgang oder zu einem Trainer, der mir da helfen kann, der mir Stütze gibt, der mich wachrüttelt, der sagt: Mädel, du kannst das. Das sind Sprünge, ich kann die locker reiten, das ist keine unendliche Höhe, das Pferd kann das, ich kann das. Aber ihr seht, was ich da reite, ist einfach Schrott. Es tut mir leid, aber es ist einfach Schrott. Es ist schlecht geritten und das hat mich natürlich sehr frustriert. Was ich aber ebenfalls ein bisschen enttäuschend fand, ja, ich hatte es mir noch fast runtergehauen, war, dass der Trainer gesagt hat: Na gut, du kannst das einfach nicht, du kannst das nicht und dein Pferd kann das vielleicht auch nicht. Wir bauen alles runter und dann springst du den Parcours noch zweimal. Das hat dann funktioniert natürlich, also das, ihr seht, die hat das dann jetzt alles wieder auf eine Mini-Höhe gebaut, oder was heißt Mini-Höhe ist, ja, es ist halt Mini-E, sage ich jetzt mal vom Leistungsstand her. Dann bin ich nochmal zwei Sprünge einzeln gesprungen und dann auch nochmal den ganzen Parcours flüssig. Das hat auch funktioniert, Gangster ist dann wieder schön gelaufen, dann hat er mir auch Tipps gegeben und hat gesagt: So, reite ihn jetzt mehr vorwärts und jetzt nutz mal die Gerte und so weiter und so fort. Aber das Ding ist halt, ich bin mit einem Gefühl rausgegangen, dass ich einfach unglaublich enttäuscht war. Dass ich mich hinterher schlechter gefühlt habe, reiterlich schlechter gefühlt habe als vorher. Und das fand ich total schade, denn ich hatte mir erhofft, von diesem Lehrgang dem Problem ein Stückchen näher zu kommen. Natürlich kann mich der Trainer nicht an einem Tag perfekt machen. Das ist ja auch Schmarrn, das glaube ich auch nicht. Aber es ist nun mal ein Problem, was vom Kopf her kommt bei mir, denn reiterlich kann ich einen solchen Parcours, wie er da aufgebaut war, springen. Und auch das Pferd kann das laufen. Aber ich vergesse zu reiten und da brauche ich noch jemand, der da steht und mir Tipps reinplärrt. Aber im Endeffekt muss ich damit ja mal selber klarkommen, denn auf dem Turnier gibt es das ja auch nicht. Und ich hatte mir einfach erhofft, dem Problem ein Stückchen näher zu kommen. Denn zu Hause komme ich natürlich auch an diese Probleme. Wenn ich höher baue, dann passt es nicht, dann fange ich an zu denken. Und dann baue ich es mir runter. Also genau das gleiche wie hier, einfach weil ich es selber nicht einschätzen kann, weil ich mir dann plötzlich nicht mehr sicher bin, schaffen wir das nicht, was soll ich machen, bla bla. Das heißt, wir kommen da nicht weiter, weshalb ich eben gesagt habe, ich möchte diesen Lehrgang mitmachen, ich möchte Training haben, denn so komme ich einfach nicht weiter. Ich werde immer auf dieser bequemen E-Höhe bleiben, das ist schade, das Pferd kann mehr, ich möchte mehr, das Pferd möchte mehr, aber wir wissen nicht wie. Deswegen hat mich das an dieser Stelle ein bisschen frustriert, dass ich am Ende mit dem Gefühl rausgegangen bin, dass ich diesem Problem einfach kein Schrittchen weitergekommen bin. Der Lehrgang an sich hat mir trotzdem natürlich total viel gebracht. Ich konnte viele Sachen nochmal überprüfen, nochmal gucken, was klappt, was nicht klappt. Gangster hat sich insgesamt von der super Seite gezeigt, dass er da zweimal bei dem Holzochse geparkt hat. Nehme ich ihm in keinster Weise krumm, denn ich bin einfach nicht besonders gut angeritten. Und wie gesagt, es ist ein junges, unerfahrenes Pferd. Warum sollte er das ausgleichen können oder müssen? Das ist nicht sein Job, sondern ich muss lernen, da oben ordentlich zu reiten. Ja, auch insgesamt habe ich mir jetzt auch hier am Ende das mitgenommen, denn er meinte, ich soll ihn dann in einem höheren Grundtempo reiten. Das ist mir dann einfacher gefallen. Wahrscheinlich wäre es mir auch einfacher gefallen, bei den hohen Sprüngen in einem höheren Grundtempo zu reiten. Aber ja, da habe ich den Tipp nicht bekommen.
Das ist ja auch gar nicht schlimm. Das werde ich auf jeden Fall zu Hause auch weiter umsetzen, weiter üben, dass ich da versuche, Sprünge rhythmischer und mit höherem Grundtempo, mit höherer Galoppade anzureiten und dass es so zum Automatismus bei mir wird, sage ich jetzt mal, nicht so langsam und rückzureiten, sondern ein bisschen mehr vorwärts. Genau. Ja, und jetzt kommen wir hier nochmal die letzten Sprünge. Ihr seht, das hat dann wieder gut geklappt und flüssig geklappt. Da war dann mein Hirn, mein Kopf wieder normal. Da konnte ich wieder ordentlich reiten und dann hat Gangster auch super mitgemacht. Dann war auch irgendwelche Holzochser und sowas auch gar kein Problem. Also das ist wirklich in meinem Kopf. Und ihr habt ja auch vorher gesehen, da bin ich die beiden hohen Sprünge auch flüssig geritten. Es ist halt wirklich in meinem Kopf und das ist halt ein bisschen bitter, weil es schwierig zu korrigieren ist. So, Conny ist eingeladen und nass. Jetzt geht's für ihn nach Hause. Wie geht's dir? Tolles Pony. Na? Geht jetzt. Wieder aufs Sofa. Rück. Ups. Bye, bye. Also den Rest von dem Futter gibt es dann in seine Raupe. Ja. Zeig unseren Muffin. Oh, ja, wir haben einen leckeren Muffin. Es gab nämlich Essen und ich habe noch so einen geilen Muffin hier und da hatte noch ein Lachsbrötchen. Hat sich gelohnt. Und wieder da. Das ist ja gerade die Kiste. Ja. Gerade. Wir sind wieder zu Hause. Hallo Beißi. Und er darf jetzt in seine Box. Na? Das sieht man super. Gangster, er ist jetzt auch wieder zu Hause und kriegt jetzt noch sein Fresschen. Hallo, hier sind noch seine Bandagen provisorisch kurz zwischengelagert. Und jetzt darf er noch fressen. So, Gangster kriegst gleich. So, guten Appetit. Einfach ganz brav, ist ziemlich durchgeschlüpft, deshalb hat er jetzt noch eine andere Decke drauf von Quintino, damit er schön trocken wird. Hm? Süßer. Also, was ist unser Fazit, Gangster? Gangster-Moment. Also, es hat mir auf jeden Fall was gebracht, der Lehrgang, will ich gar nicht bestreiten. Aber manche Entscheidungen hätte ich ein bisschen anders getroffen. Also ich hatte mir schon erhofft, dass wenn die Probleme auftreten, wie sie ja deutlich aufgetreten sind, habt ihr bestimmt in den Aufnahmen gesehen, so beim Warmspringen war alles gut, auch die hohen Sprünge gingen gut im Fluss. Und im Parcours kamen meine alten Probleme wieder zutage, dass ich einfach sofort meine Nerven verloren habe, nicht mehr vom Fluss vorwärts geritten bin und dann halb aus dem Stand das Ganze gesprungen bin. Und da habe ich mir halt erhofft, dass er da ansetzt und mir da Tipps gibt, wie ich in dieser Situation agieren kann, weil dass ich die Sprünge einzeln springen kann, haben wir ja gezeigt. Hat er leider nicht, also er meinte halt, dass ich das einfach noch nicht kann und hat das dann alles wieder auf Mini-E gebaut und hat da ja nochmal mit mir am Fluss dran gearbeitet und hat mir dann da gute Tipps gegeben und wirklich mir nochmal gesagt, wie ich ihn reiten muss, damit wir da flüssig drüber kamen. Das war dann auch gar kein Problem mehr und hat mir auch wirklich was gebracht. Aber ich hätte halt mir gewünscht, dass er so bei den höheren Sprüngen, es war ja auch nur ein E-Parcours mit ein paar A-Sprüngen drin, dass er da ansetzt und sagt, so Mädel, jetzt reite so, 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 mach dies, das, du bist. Aber naja, ich habe mir so auf jeden Fall auch sehr viel mitgenommen. Es blinkt schon noch, also bin ich schon noch da. Und werde auf jeden Fall irgendwann demnächst mit Gangster wieder einen Lehrgang machen. Oder vielleicht mit Tino oder mit Polly. Ich habe hier genügend Pferde zur Auswahl. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt. Ob ihr schon mal einen Lehrgang mitgemacht habt, ob der euch viel gebracht hat. Und dann seht ihr mich am Dienstag wieder. Tschüss! So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt einen dicken Daumen hoch. Guck mal, wie hoch dieses Pony mal fliegt. Das ist echt so ein Flugzeug, wo die Stange eigentlich ist. Vielen Dank auch an meine beiden Mädels, die mich super begleitet haben die Tage und auch so lieb für mich gefilmt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Dienstag wieder. Tschüss!